Hallo AFOPS, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und heute spreche ich vom roten Planeten aus zu euch. Jawohl, heute möchte ich damit beginnen, euch unsere Main Base Mars Sets vorzustellen. Unsere ureigenes kleines Science-Fiction-Serie. Genau. Main Base Mars haben wir das Thema genannt, weil wir uns vorgestellt haben, dass hier so Minenkolonie zum Rohstoffabbau auf dem roten Planeten, auf dem Mars gegründet wird und dass das hier das Hauptquartier ist, also die Main Base. Außerdem liegt Flörsheim am Main und Main, das kleines Wortspiel, das konnten wir uns nicht verkneifen. Aber heute möchte ich euch primär unser Frachtraumschiff vorstellen. Damit geht's zwar nicht los, weil wahrscheinlich diese ganzen Module in anderen großen Raumschiffen hergekarrt wurden, aber dieses Raumschiff hier, das bringt natürlich die Fracht zum roten Planeten und die abgebauten Rohstoffe wieder von dort weg. Ist also ganz, ganz wichtig für unser Thema. Ein solches Raumschiff muss natürlich sein. Damit möchte ich also beginnen. Das Raumschiff landet auf einer großen Landeplattform natürlich. Diese Plattform ist noch nicht eingetroffen, ist aber auf dem Weg nach Deutschland, wird also auch demnächst da sein. Ich halte sie nur mal kurz in die Kamera, bevor ich sie zur Seite schiebe. Man sieht hier schön so an den, kann man sich halt vorstellen, dass diese hier so Lauflichter sind, die dem Piloten oder dem Autopiloten zeigen, wo er hin muss. Und genau hier drauf kann dann das Frachtraumschiff, die Snail, wie wir sie genannt haben, weil sie nicht sonderlich schnell ist, aber viel Fracht transportieren kann, landen. Einige haben mich gefragt, ob unsere Space One hier drauf auch landen kann. Ja, sie passt drauf, sie ist ein Tick zu groß. Demonstriere ich dann, wenn es mal in einem Video um diese Plattform selbst geht. Stellen wir die mal beiseite, damit ich mich besser um die Snail kümmern kann. Es ist ein Frachtraumschiff und es sollte in der Lage sein, verschiedene Frachtmodule, die ich hier auch habe, transportieren zu können. Deswegen muss es modular sein. Wir haben hier einen Clip und hier drüben einen. Und über diese beiden Clips werden die Container mit dem eigentlichen Raumschiff verbunden. Das heißt, das Raumschiff an sich sieht so aus, hat in der Mitte jede Menge Platz, um verschiedene Arten von Fracht aufzunehmen. Hat also hinten, es besteht hauptsächlich aus einem Antriebsmodul, aus einer Pilotenkanzel und aus Platz für die Fracht. Es ist nicht sonderlich stromlinienförmig, es hat hinten so ein paar Finnen für einen Atmosphäreeintritt. Ansonsten, ihr wisst ja, im Weltraum muss man nicht aussehen wie von Apple, es sei denn, man ist ein Star Trek Raumschiff, dann muss das sein. Aber prinzipiell gibt es im Weltraum ja kein Gegenwind, sagen wir mal. Schauen wir mal noch hier rein. Das lässt sich klappen. So. Wir haben hier drin also eine winzige Pilotenkanzel mit einem winzigen Bedienfeld hier. Das Ganze ist, ihr werdet es erraten haben, nicht im Minifigurenmaßstab. Der Maßstab ist deutlich kleiner. Dadurch kann man auf kleinem Raum und mit relativ wenig Teilen schöne große Strukturen bauen. Wenn das jetzt ein Raumschiff im Minifigurenmaßstab wäre, wäre das schon irgendwie so lang und entsprechend teuer. Wir haben uns daher für einen anderen Maßstab entschieden. Wir haben hier oben jede Menge Griebling, wie man das ja nennt. Jede Menge so Verzierungen, die aussehen wie irgendwelche Rohre und Schläuche und Energieleitungen und was auch immer. Und ob das hier vorne jetzt irgendwelche Sensoren sind oder Scheinwerfer oder vielleicht sogar Bewaffnung, wer weiß, vielleicht gibt es hier auch böse Aliens auf dem Mars, das ist natürlich der Fantasie eines jeden Besitzers dieses Raumschiffs überlassen. Ich wüsste zumindest nicht, dass wir bereits Alien-Raumschiffe für dieses Setting entworfen haben. Schreibt mal in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Das ist also die Snail und sie hat einen Container dabei. Das ist ein Frachtcontainer. Er ist stabil. Er ist auch quasi stapelbar. Man könnte jetzt hier, man kann das an diesen Clips festmachen. Man könnte jetzt auch mehrere Container übereinander stellen.
Und alle Container, auch dieser Frachtcontainer hier und dieser Kraftstoffcontainer und dieser Container für Fahrzeuge, da passen nämlich dann kleine Fahrzeuge drauf, die hier runterfahren können, sind allesamt in der Lage, hier stehen die Farben noch nicht, an der Snail befestigt zu werden. Man macht einfach hier diese beiden Clips fest und schon fliegt dann die Snail mit etwas anderem durch die Lüfte und durch den Weltraum. Der Container, der ursprünglich beim Set dabei ist, ist dieser hier. Ich würde sagen, der ist auch vielleicht zur Beförderung von Personen geeignet und ist halt mit zwei solchen Clips schnell und stabil befestigt. Zack. Ja, und das ist trotz der zwei Clips eine stabile Verbindung. Ich kann jetzt auch hier in der Mitte hochheben. Das hält. Unser Frachtraumschiff Snail mit Container ist die Set Nummer 101461. 697 Teile hat es. Ein Preis 32,95 €. Die Abmessungen, die müssen wir nachtragen. Ich habe nämlich noch gar nicht gemessen. Eieiei. Stehen aber in der Setcard. Von der Baukomplexität her würde ich sagen, guter Durchschnitt. Hier ist eine Menge kleines Zeugs dabei. Es ist viel mit Griebling. Es geht so ein bisschen nach außen, ein bisschen Snot-Bauweise. Aber keine große Herausforderung. Definitiv deutlich einfacher aufzubauen als unsere Space One. Denn die haben wir selbst ja als extrem schwer aufzubauen bezeichnet. Das hätte dann auch von der Teilezahl her ein ganz anderes Kaliber. Also unser Frachtraumschiff, hier mit den Kufen unten, ne, kann natürlich idealerweise auf unserer Landeplattform landen, aber vielleicht auch auf einer ebenen Fläche. Dazu wird es dann noch geben, diesen Fahrzeugcontainer, ne, wo man dann hier seitlich runterfahren kann. Da passen dann Fahrzeuge drauf, wie sowas beispielsweise. Und wenn die dann angekommen sind, fahren sie runter. Prima. Fahrzeugcontainer wird es dazu noch geben. Dann einen solchen Frachtcontainer wird es noch geben. Ein richtiger massiver Block ist das. Und diesen Kraftstoffcontainer. Feuer und offenes Licht fernhalten. Aber ich glaube, auf dem Mars gibt es ohnehin keine Atmosphäre, da gerät das nicht so schnell in Brand. Ja, für heute war es das damit auch schon aus dem Noppenstein-Studio und vom Roten Planeten. Ich werde euch auch noch das Kommunikationsmodul und die Fahrzeuge vorstellen und wir werfen noch einen ersten Blick auf unsere coole, jetzt in den finalen Farben vorhandene Basis mit Biosphärenteil, wo Pflanzen wachsen. Das finde ich persönlich ja großartig. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben und beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bauen.